Ohne die Firma Unirohr wäre dieser Moment hier nicht möglich. Denn bevor die dunkle Brause in die Flaschen und danach ins Glas fließt, durchläuft sie in der Herstellung ein kilometerlanges Rohrsystem. Dass dieses immer sauber ist, dafür sorgt Unirohr. Seit fast schon 30 Jahren ist das Unternehmen aus Forst in der Lausitz auf die Reinigung von Rohrleitungen aller Formen und Größen spezialisiert. Getreu ihrem Motto, wo andere aufgeben, fangen wir erst an. Die Firma Unirohr gibt es seit dem Jahr 1990. Da haben wir angefangen, ganz klassisch in der normalen Rohrreinigung. Deshalb auch der Name Universelle Rohrreinigung. Und wir decken eigentlich den ganzen Bereich der Rohrreinigung ab. Und unser Hauptsteckenpferd oder unsere Leidenschaft, wenn man das so bezeichnen kann, ist die Reinigung von Druckrohrleitungen. Diese sogenannten Molche sind die Stars des Unternehmens. Vor Ort in Handarbeit hergestellt, lassen sich mit ihnen so gut wie alle Rohre reinigen. Dabei kommt es dann sowohl bei der Anwendung als auch der Herstellung auf Gründlichkeit und Präzision an. Bei der Produktion von Molchen kommt es darauf an, dass man den Molch entsprechend den Kundenmaßen fertigt, also entsprechend des Rohrinnendurchmessers, so wie der Kunde das haben möchte. Die Molche tun wir dann auch dementsprechend mit Werkzeugen bestücken auf das Kundenmaß. Ja, und das ist wie gesagt das Wichtigste. Mittels Wasserdruck wird der Molch durch das Rohr geschossen. Dabei kratzt er mit seiner jeweiligen Beschaffenheit die Ablagerungen von der Innenwand des Rohres ab. Durch das Wasser werden diese dann aufgewirbelt und gemeinsam mit dem Molch aus dem Rohr gespült. Ursprünglich wurde diese Technologie in der Erdölindustrie, wie hier beim PCK Schwedt, eingesetzt. Die Firma Unirohr hat sie allerdings erfolgreich auf die Reinigung von Abwassernetzen übertragen. Im Einsatz sind die Mitarbeiter auch mit dem hauseigenen Spezialfahrzeug. Gegen dieses haben Dreck und Ablagerungen keine Chance, denn die Unirohr-Fachleute sind mit allen Wassern gewaschen. In der hauseigenen Teststation kommen neu entwickelte Molche zum ersten Mal zum Einsatz. Sein Wissen gibt das 17-köpfige Team aber auch an andere Unternehmen weiter. Denn Unimolche sind nicht nur Deutschland, sondern europaweit gefragt. Unsere Hauptkunden sind Trinkwasser- und Abwasserzweckverbände. Die möchten gerne ihre Leitungen gemolcht haben, schonend gemolcht haben, um abgestorbene Biomasse aus ihren Rohrleitungen rauszuarbeiten. Des Weiteren haben wir auch Papierfabriken hier in der Region, Eisenhüttenstadt und Schwarze Pumpe.